Unsere Straßen, unsere Städte werden immer voller. Und absurderweise die Autos immer größer. Mehr als jede vierte Neuzulassung war 2018 ein SUV oder Geländewagen. Warum werden trotzdem so viele SUVs verkauft? Hauptargument für einen SUV ist ja, na, weil man da höher sitzt. Weil ich höher sitze und besser sehe. Westverteidigung Richtung Westen aufbauen. Weil ich höher sitze und besser sehe. Vorsicht, das hier ist kein Sniper Guide. Allen Wannabe-Pros mit Einzelkämpfer-Mentalität empfehle ich unser Sniper Guide. Für diejenigen, für die alles mit langem Rohr ausgenommen euer Vater oder der Nachbarshund ein Sniper ist, keine Sorge, auch das klären wir. In der Regel unterscheidet man zwischen Marksman und Sniper, wobei ein Sniper im Solo-Modus 3 Tage lang im Gebüsch rumcampt und dabei in die Windel kackt, nur um dann schlussendlich einen auf ein mehr oder weniger wichtiges Ziel zu machen. Der Marksman hingegen hat verstanden, dass 99% aller wichtigen Zielpersonen sowieso von MQ-1 Predator-Drohnen weggesniped werden und es mehr Sinn macht, sich einer Infanterieeinheit anzuschließen. Außerdem treffen die Scheiß-Riflemen sowieso nix und irgendjemand muss die Kills ja machen. Aber jetzt mal Spaß beiseite, als Marksman müsst ihr eine echt soziale Ader haben. Ihr helft in eurer Freizeit gern alten Ömps über die Straße, ihr haltet in der U-Bahn die Tür auf, damit irgendwelche Schnarchnasen ihren Zug bekommen. Ihr macht eine Sendung für Kinder in der Ehe. Was hat er gerade gesagt? Ich kann gehen. Wie auch immer, egal ob diese Punkte auf euch zutreffen oder nicht, tut den Kids einen Gefallen und sorgt für mehr Barrierefreiheit. Bist du auch flink auf den Beinen oder? Gar nicht. Nun, da ihr euren Platz im Regiment gefunden habt, zu eurer Aufgabe. Zwar hat jede Klasse in der Theorie unterschiedliche Aufgaben, jedoch kann man bei dem Durchschnittslappen froh sein, wenn er überhaupt in die richtige Richtung feuert. Der Erfolg der Operation lastet somit ein weiteres Mal auf euren Schultern. Da ist ein Dorf, warte. Vielleicht kriegen wir die Abwehr frei. Oh, halt, mal spawn, halt, mal spawn. Cover mich mal. Jungs, hab's wieder frei. Und um unserem Guide ein wenig mehr historische Relevanz zu verleihen, haben wir den Militärexperten Walter Frosch zu dem Thema befragt. Now, this isn't so much a sniper in this guise of some guy in a ghillie suit crawling 5 miles and then camping out for 3 days in his own filth and then taking one shot at a high-value target. It is kind of like a machine gun or a light mortar. It is a force multiplier. It's an extra piece of an infantry combined arms unit that you can place to get better support to an infantry unit. And you could largely use one of these in place of, for example, a Maxim machine gun. Instead of dominating through volume of fire, you would have a very effective, accurate fire that would allow you to control an area. Das Ganze sollte im Optimalfall dann wie folgt aussehen. Um optimale Barrierefreiheit zu gewährleisten, solltet ihr in einem 50 bis 200 Meter Radius um die Fortnite-Horde herumpendeln. Je nach Situation ändert sich dann eure Aufgabe und damit auch Entfernung bzw. Ausrichtung zu dem, was man als euer Team bezeichnen könnte. Wenn euer Team planlos in der Wildnis herumeiert, um von einem Cap ins andere zu gelangen, bildet ihr die Vorhut. Dort betreibt ihr Aufklärung und sorgt dafür, dass die hirnbefreiten Amöben nicht geradeaus auf den Abgrund zurollen. Jojo, ich höre eine Kette. Was hast? Okay, verstanden. Irgendwo ungefähr auf meinem Schadenmark oder so. Nee, ist das kleine Shit-Ding. Ist genau auf Eimarke. Hier die Scout. Verstanden. Regie, schaut uns mal den Weg, ob wir nach Lieberland reinkommen. Hey, gib mir mal die Karte. Der guckt
kommt nicht zu uns. Nee, das ist hier der. Dieses. Ist down, nice. Hat einen Hit. Er ist tot. Ist down sogar? Ja, ja, das ist zerstört. Geil! Geil! Da schließt auch die Zitat: Hey, Alter, guckst du dir mal den Fobmarker von Squad 13 an? Der hat scheinbar kein Mic. Zitat Ende. Aufträge, die von eurem Squad-Leader kommen, mit ein. A few moments later. Hat der Schwarm endlich sein Ziel erreicht, lasst ihr euch gediegen in die Backline zurückfallen und unterstützt euer Team mit einigen gezielten MLG-Quickscopes. Dabei seid zu beachten, dass ihr situativ entscheiden müsst, was aktuell das Beste für die Barrierefreiheit ist. Der Squad-Leader ist in der Regel damit beschäftigt, den Fortnite-Blob in die richtige Richtung zu peitschen und kann sich dabei nicht auch noch um euch kümmern. Macht euch also bewusst, dass ihr als Scharfschütze auch durchaus taktisch versierte Entscheidungen treffen werdet. Beispielsweise genügt es in einem kontextlosen Aufeinandertreffen zweier Squads oft einfach, den feindlichen Blob auszudünnen, was aber auch der MG-Schütze übernehmen könnte, weshalb das pure Abräumen von Infanterie für euch immer die niedrigste Priorität haben sollte. Stattdessen denkt ihr einfach kurz nach, bevor ihr den Abzug betätigt, und konzentriert euch auf die wichtigen Ziele. Ihr analysiert die Situation, unterteilt eure Ziele in Kategorien und arbeitet sie der Wichtigkeit nach ab. Um für optimale Barrierefreiheit zu sorgen, entfernt ihr alle störenden MG-Nester, Open-Top-SUVs oder TOW-Dom-Launcher, welche für euer Team als Gefahr herausstellen könnten. Grundsätzlich ist das Equipment bei allen Fraktionen gleich. Pistole, S-Besteck, zwei THC-Wiedböller und eine DMR oder vom Weltkrieg übrig gebliebene Repetierwaffe. An alle möchte gern Prost da draußen. Jetzt mal ganz ehrlich. Es gibt doch sowieso nur zwei Kategorien von Frischfleisch. Die, die rennen wie Hasen, und die, die in Schockstarre verfallen und sich einfach auf den Boden legen, genau wie diese behinderten Ziegen. Die DMR ist einfach besser für das Aufgabenfeld eines Marksman geeignet, und falls ihr wirklich krasse Quickscopes reißen wollt, empfehlen wir euch die MLG-Muse. Um das Video geschmacklich abzurunden, hier noch ein paar Fakten aus der Kategorie Nice to Know. Fakt 1: Hat sich schon mal jemand gefragt, warum der Marksmann ein Fernglas hat? Fakt 2: Standfüße funktionieren gut, Kappa. Euer größter Vorteil gegenüber dem MG ist, dass ihr nicht mehr auf das Fallen mit zwei Beinen angewiesen seid. Hallo!
Warum hältst du denn jetzt schon wieder? Weil meine gefickten Standfüße an der billigsten Mauer nicht gehen! Fact 3. In Squad kommen die Kugeln aus dem Gewehrlauf. Im Gegensatz zu anderen realistischeren Shootern kommen eure Geschosse aus dem Frontende eures Gewehrs, was bei einem Präzisionsgewehr besonders schmackhaft ist, da jene Waffengattung in der Regel über einen extra langen Cock verfügt. Ich hab keinen Bock mehr. Was ist mit Warhammer Vermintide 2?